Susanne Amann, Sie arbeiten für das Magazin Der Spiegel und wissen bestens Bescheid, wie es um den Nachwuchs und die Einstiegschancen in dieses Berufsfeld bestellt ist. Ein Blick in das Impressum vieler Tageszeitungen zeigt ja, dass Menschen mit Migrationshintergrund dort noch sehr unterrepräsentiert sind. Warum ist das so? Warum das so ist? Also es ist tatsächlich so, dass die Redaktionen vieler deutscher Tageszeitungen, aber auch Radiosender, Fernsehsender tatsächlich immer noch relativ homogen besetzt sind. Es fehlen Frauen, es fehlen Kollegen mit Migrationshintergrund, es fehlen auch in vielen westdeutschen Tageszeitungsredaktionen oder überhaupt Redaktionen Kollegen mit ostdeutschem Hintergrund. Also das heißt, da haben wir noch einigermaßen Arbeit. Warum das so ist, ich glaube, da ist, sind die Redaktionen Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ich glaube, das ist kein Problem, was nur Redaktionen haben. Ich glaube, wir haben viele Bereiche in der Wirtschaft, in der Politik, die zu homogen besetzt sind, weil einfach Aufstiegschancen, Einstiegschancen, Karrierechancen bislang immer über zumeist männliche Netzwerke funktioniert haben. Und da sind weder Frauen drin, da sind weder oder oft keine Kollegen oder Menschen mit Migrationshintergrund drin. Und genau deswegen sind so Programme wie von der Heinrich-Böll-Stiftung extrem wichtig, weil sie Türen öffnen, weil sie Kontakte ermöglichen und auch das Selbstbewusstsein schaffen bei denen, die es probieren wollen. Die jungen Menschen, die in der Heinrich-Böll-Stiftung an dem Programm Medienvielfalt anders teilnehmen, die lernen sehr viel über das Berufsbild des Journalisten, lernen aber vielleicht auch, dass ihr persönlicher Blick, den Sie haben als Menschen mit nicht deutschem Hintergrund, auch ein Zugewinn sein könnte für die Redaktionen. Wie ist da Ihre Erfahrung? Und vielleicht sagen Sie uns, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund Sie in Ihrer Redaktion haben. Die genauen Zahlen weiß ich gar nicht. Ich weiß, wir haben jetzt seit kurzer Zeit, ich glaube ein, zwei Jahre, eine Kollegin mit türkischem Hintergrund, Özlem Geser, die ist großartig, weil sie genau das macht, was wir viel mehr brauchen. Zum einen hat sie einen anderen Blick auf Themen, weil jeder Journalist immer auch aus eigener Betroffenheit heraus auf Themen schaut. Also es ist ja nicht so, dass wir alles Maschinen sind und jeder über die gleichen Dinge dasselbe denkt, sondern jeder hat seinen persönlichen, seinen sozialen Hintergrund und nimmt Dinge deswegen unterschiedlich wahr. Und deswegen brauchen wir unterschiedliche Menschen in Redaktionen, um dem gesamten Spektrum einer Gesellschaft gerecht zu werden mit unserem Blick gleichzeitig. Und das ist der zweite wichtige Aspekt, ist es total wichtig, weil unterschiedliche Menschen unterschiedliche Zugänge zu Leuten haben. Also gerade wenn man in Bereichen recherchieren will, in denen es zum Beispiel um Menschen mit Migrationshintergrund geht, aber auch wenn es um bestimmte soziale Fragen geht, haben unterschiedliche Menschen sehr unterschiedliche Zugänge. Also für jemanden wie mich ist es wahrscheinlich schwieriger, in einem islamisch geprägten Milieu zu recherchieren, weil ich mich da nicht auskenne. Ich kenne die Codes nicht, ich kenne die Kulturen nicht. Als es für jemand ist, der damit groß geworden ist, vielleicht, wo allein schon der Name Vertrauen schafft. Also wir haben auch bei Spiegel Online einen Kollegen, der zwar in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, aber indisch-pakistanischer Herkunft ist und auch einen solchen Namen hat. Und der hat einfach in bestimmten Bereichen allein wegen seines Namens Vorteile und weil er natürlich die Kultur kennt. Und genau das brauchen wir. Glauben Sie, dass Menschen, die in den Beruf der Journalistinnen und Journalisten nachrücken möchten und aber mit Migrationshintergrund quasi in diesen Beruf einsteigen, es in 3, 4, 5 Jahren leichter haben, weil schon entsprechend mehr Vorbilder in dem Bereich da sind? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es inzwischen, also jetzt schon sehr viel einfacher ist als vor 10 Jahren. Vielleicht gar nicht unbedingt im Printbereich. Auch da sozusagen steht natürlich der Name da, aber ich glaube, da sticht es nicht so im Gesicht, sticht es nicht so raus. Also ich glaube, dass es im Fernsehen sicher vor 10 Jahren schwieriger war mit einem, ich sage jetzt mal ganz neutral, anders klingenden Namen oder vielleicht auch mit einer anderen Hautfarbe also sozusagen vor die Kamera gelassen zu werden. Aber ich habe das Gefühl, da hat sich unheimlich viel geändert. Wir haben inzwischen auch sehr bekannte Moderatoren und Moderatorinnen, die sozusagen Migrationshintergrund haben. Und ich glaube, dass das mit jedem Jahr normaler wird. So wie es ja auch, Gott sei Dank, im Rest der Gesellschaft inzwischen einfach normaler ist. Also man unterscheidet einfach nicht mehr so. Es ist
schlicht selbstverständlich geworden.